Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung durch den Taschengelddieb entstanden. Nutzt doch gerne den Link in unserer Videobeschreibung und schaut bei deren Shop vorbei. Test, test, test. 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 Okay. Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und wie ihr hier sehen könnt, es ist hier warm. Warm, sehr warm. Oh Gott sei Dank hier nicht. So weit sind wir noch nicht. Nein, es hat gerade knapp über 0 Grad. Dementsprechend, wir sind zwar in der Wüste, aber die Temperaturen passen. Ja, wie ihr seht, wir sind durch mit unserer Bemalung, mit unserem Bauen und mit der ganzen riesengroßen Kampagne zum Starten einer Bold-Action-Reihe. Und ja, wenn ihr den Weg ins Hobby findet, freuen wir uns total. Und dementsprechend werden wir zum Abschluss jetzt einfach mal ein Szenario spielen oder das erste Szenario spielen aus dem Booklet, was in der Gentleman's War Box drin ist. Ey, ich hab's mal richtig gesagt. Und ja, werden ganz einfach zwei Trupps und ihren Offizier und seinen Kumpel gegeneinander kämpfen lassen. Dabei werden wir ein kleines bisschen die Regeln schon erklären. Danach wird ein Video kommen mit dem zweiten Szenario. Genau. Da das gleiche, dann spielen wir das, erklären dabei, da dann die Fahrzeuge dazu kommen, entsprechend so ein bisschen, wie man mit den Fahrzeugen umgeht. Nicht ins Detail. Das wäre dann auch mehr oder weniger der Abschluss unserer Richtig. Ja. Einsteigerkampagne. Und dann würden wir irgendwann mit der nächsten Kampagne starten und würden dann so ein bisschen die Fortgeschrittenen abholen. Das heißt, die Richtig, genau. Fortgeschrittenen, das heißt, wir schreiten weiter vor mit den Anfängern, die an die Hand zu nehmen, wie wir Gelände bauen, wie wir, denke ich mal, den nächsten Teil der Armee planen. Ja. Da hat jemand mir gesagt, ich mache das mit einer Armeebox, dass ich Genau. weiterbaue und du willst es individuell planen. Richtig. Da dann vielleicht auch schon die Italiener mit reinbringen. Genau, einfach die verschiedenen Wege nochmal euch zeigen, welche Optionen ihr halt habt, um das vorzuführen. Genau, Genau. das ist so unsere Planung und ja, das werden wir jetzt halt schön abschließen mit dem Spiel. Da freue ich mich schon auch schon total Ich drauf, auch. dass wir die Figuren endlich mal aufeinander prallen lassen können. Genau. Die sind natürlich super bemalt, deswegen wird das auch gut klappen. Wie gesagt, bemalte Figuren sind immer viel schöner auf dem Ja. Spielfeld, als wenn man irgendwelche grauen Ja, das Plastikpüppchen in können der wir Gegend uns rumschiebt. echt immer nur wiederholen. Das ist auch der Grund, warum ihr das bei uns auch immer erst dann sehen werdet, wenn es wirklich soweit ist. Genau, Ja. genauso. Es sind ja einige Kommentare schon gekommen, dass wir mal Gurkhas vorstellen oder sowas. Das Ja. machen wir gerne, aber erst wenn sie bemalt sind. Ja. Genau. Mhm. Und Priorität hatten natürlich jetzt die Figuren aus der Starterbox und dementsprechend freuen wir uns auch, dass wir die heute einsetzen können. Genau. Genau. Ja, dann würde ich auch schon sagen, wir fangen einfach an Wir zu bauen. starten, Genau. genau. Wir bauen. Bauen einfach mal nach dem Booklet auf. Richtig. Und starten dann auch direkt mit dem ersten Szenario. Genau. Und kannst dir auch noch verraten, was es am Ende noch gibt? Eine Überraschung. Genau, eine Überraschung. Bleibt dran, Genau. dann wisst ihr hinterher, was es ist. Wichtig. Bis gleich. Ja, wir haben schon mal aufgebaut. Kommen wir schnell zur Armeevorstellung, wie wir das immer machen. Behalten wir auch gleich dabei. Der erste Trupp, sag mal, was hast du da? Ja, das ist ein 9-Mann-Trupp. Ich habe hier natürlich das LMG mit dabei und der NCO ist ein MP-Mann und der Rest natürlich Gewehre. Gleiches hier auf der Seite, identischer Trupp, ein LMG, ein NCO mit MP, Rest Gewehre und der Second Lieutenant jeweils mit MP ausgerüstet. Boah, sind die gut bemalt? Ey. Wer war das bloß? Ja, bei mir ist das nicht viel anders. Ich habe auch entsprechende 9-Mann-Trupps, Ladeschütze und MG-Mann. Ein NCO. Bei mir dürfen allerdings die Trupps leider keine MPs haben. Im Early War haben die Tommies, in der Wüste scheinbar noch keine gute Ausrüstung dabei gehabt. Dementsprechend darf ich das erst ab Mid-War benutzen. Oder halt sind halt Early War Trupps, die ich hier gerade aufgestellt habe. Dementsprechend hatte ich die auch geplant.
Auf der anderen Seite habe ich entsprechend auch genau das Gleiche. Wir haben in diesem ersten Szenario nämlich ganz einfach die Anweisung, einfach zwei Infanterietrupps plus die Kommandoeinheit zu nehmen und die einfach gegeneinander aufzustellen und aufeinander zu rennen zu lassen. Genau, ja. Das ist alles. Und wer hinterher noch ein Männchen auf dem Feld hat, der hat gewonnen. Genau. Und was hast du als dritte für eine Armeesonderregel ausgewählt? Ich habe die Armeesonderregel ausgewählt, Rapid Fire. Das bedeutet, meine Gewehre werden zusammengezählt und pro drei Gewehrschützen habe ich einen Schuss mehr. Das heißt, ich bin ein kleines bisschen im Vorteil mit den Schüssen, die ich abgeben kann. Allerdings, du hast als Deutscher ja auch eine Sonderregel, die sich nennt die Knochensäge. Richtig. Das bedeutet, dass deine MGs ein Schuss mehr verballern. Und ja, das genau. Bringt anstatt vier Schuss beim LMG hat der Deutsche fünf Schüsse. Genau, genau, das bringt es immer sehr gut, weil das MG nämlich trotzdem das gleiche kostet. Richtig. Dementsprechend haben wir da im Grunde genommen einen Preisvorteil von 5 Punkten. Richtig. Genau, um nochmal zurückzukommen, ich habe auch eine Kommandoeinheit aufgestellt. Mein Offizier hat eine Pistole und ein Gewehr. Ist ja wie immer wie am Modell dargestellt. Und der Kompagnon hat eine MP. Genau, das ist der einzige MP-Schütze, den ich im Moment dabei habe. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, jeder hat von uns drei Befehlswürfel im Sack und genau. Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel natürlich. Wie immer, so sieht's aus. Ja, dann ziehen wir mein Glück. Runde 1. Ja, mach ich doch. Subi, dann übergebe ich dir mal die Kamera. Ja, dann leg mal los. So, wir haben jetzt den Befehlswürfel gezogen. Nachdem ich diesen Befehlswürfel gezogen habe, kann ich mich jetzt entscheiden, was ich mit meinen Figuren mache. Ich könnte den Offizier benutzen, um einen sogenannten Snap-to-Action zu machen. Das heißt, ich darf mit dem einen Befehl an eine weitere Einheit ausgeben. Das heißt, ich dürfte mir einen Würfel aus dem Sack ziehen. Und genau das möchte ich auch gerne machen. Aber im Umkreis von... Das ist wichtig, genau, das kommt auf die Qualität des Offiziers an, der dabei ist, im Umkreis von 6 Zoll in diesem Falle. Das heißt also, die Einheit vom Offizier hat einen entsprechenden Wirkungskreis und das ist 6 Zoll. Und wie ihr das ja seht hier, ne, sind von der Einheit bis maximal 2,5 Zoll. Dementsprechend darf ich das tun. Ja, so, dann gebe ich Christian praktisch jetzt noch einen Würfel aus dem Sack. Und dann kann er hier sich jetzt auch entscheiden, mit welcher Einheit er eine Aktion machen will. Er muss jetzt nicht mit dem Offizier beginnen. Er kann auch mit der Infanterieeinheit anfangen. Das ist dann dabei egal. Das tue ich. Ich gebe der Infanterieeinheit einen Advance-Befehl. Das heißt, der Offizier schreit die an und sagt, geht vor vorne, ihr faulen Säcke! So, und dann machen die das nämlich auch. Dann machen die das nämlich auch, so sieht's aus. Und ganz so faul sind die nämlich gar nicht. Das ist manchmal nicht nur der Offizier. So, wichtig, wenn ihr ein Waffenteam drin habt, so ein MG hat immer einen Ladeschützen, der dazugehört. Der kann auch hinterher nicht schießen, das heißt, er unterstützt dann die Teamwaffe. Der muss innerhalb von einem Zoll um das MG positioniert werden. Immer dran denken. Ja. Genau, und nach diesem Advance werde ich einen Feuerbefehl auf den vorderen Trupp abgeben und werde jetzt entsprechend mit dem MG auf die schießen und mit meinen sämtlichen Gewehren. Mhm. Das heißt, berechnet wird das folgendermaßen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gewehre, die ich schießen kann, weil das MG ist ja kein Gewehr und das Gewehr vom Ladeschützen kann ich ja nicht benutzen, weil der unterstützt ja hier das MG. Dementsprechend schieße ich jetzt mit 7 Gewehrkugeln auf die Jungs, aber ich habe ja die Sonderregel Rapid Fire pro 3 Gewehrschützen habe ich nochmal einen Schuss mehr, das heißt, ich habe 9 Schuss. Gewehr und 4 Schuss von dem LMG. Mhm. Genau. Das werde ich abmessen. Das darf man vorher nicht. Das heißt, ja.
Meine Gewehre haben eine Reichweite von 24 Zoll. Das muss ich jetzt abmessen, ob die überhaupt treffen. Ich habe bei meinen Gewehrschützen alle maximal 22 Zoll. Das bedeutet, die können alle schießen, allerdings auf lange Reichweite. Die Waffen haben eine Reichweite im Fall des Gewehres 24 Zoll. Die Hälfte der 24 Zoll ist auf 12 Zoll, das heißt von 0 bis 12 Zoll wäre es kurze Reichweite. Und von 12 bis 24 Zoll hätten wir lange Reichweite. Wir sind in der langen Reichweite. Das heißt, grundsätzlich trifft man bei Bolt Action auf die 3, lange Reichweite, die 4, dann kommt noch ein weiterer Malus hinzu. Ich habe mich bewegt, ist die 5. Es gibt noch andere Mali, aber die sagen wir euch, wenn sie irgendwann mal zum Zuge kommen. Vorm Zug schieße ich auf die 5. Genau, uns zeigt eigentlich an, praktisch in welcher Schwierigkeit der Soldat ist, um überhaupt den Schuss auszulösen. Na, wenn er in Action ist, ist es ihm natürlich deutlich schwieriger, das Ziel anzuvisieren und zu treffen, als wenn er jetzt irgendwo im Gebüsch liegt, schön ruhig und gemütlich zielen kann. So sieht das aus. Das soll es einfach darstellen. Genau. Dafür bekommt ihr halt diese Malis. So, und ich nehme jetzt mir einfach 9 Würfel. Genau, weglegen. So, und habe hier meine 9 Würfel. Dadurch, dass wir hier die schöne neue Matte haben, machen wir noch nicht mal mehr Krach und wecken jemanden. Nehme diese 9 Würfel, das sind jetzt nur die Gewehre, die schießen, und schieße auf die 5. So, jo. Das sind da schon ein paar Ratten dabei hier. Ja, die Ratten sind schon mal ganz gut. So, das heißt, 3 Schuss haben getroffen. So, jetzt muss ich den Gegenüber, mein Gegenüber, verwunden. Diese 3 Treffer können natürlich jetzt auch gegen irgendwelche Ausrüstung treffen oder schießen gegen den Helm. Dementsprechend muss ich natürlich jetzt noch Glück haben bei der Verwundung. Die Verwundung ist von der Truppenqualität abhängig. Es gibt unerfahrene Truppen, die trifft man auf die 3+. Es gibt normale Truppen, reguläre in dem Fall, die verwundet man auf die 4+. Und es gibt Veteranen, die verwundet man auf die 5+. Wir haben in unserem Fall jetzt alles nur reguläre Truppen aufgebaut und dementsprechend muss ich jetzt eine 4+ würfeln mit den 3 Treffern, um eine Verwundung auszulösen. So, das sind 2 Verwundungen und jetzt haben wir mit der 6, mit der Ratte, wie mein Gegenüber das so gerne sagt, haben wir noch eine Besonderheit, aber da kommen wir gleich zu. Das heißt, 2 Verluste. Hat er 2 Verluste? Genau. Diese 6 darf ich jetzt nochmal würfeln. Sollte dieser Würfel nochmal eine 6 zeigen, darf ich mir die Figur, die ich treffe, aussuchen. Mhm. Da stehen dann für mich natürlich 2 zur Verfügung. Entweder den NCO, um zu versuchen, dem Gegner einen Moralbonus zu klauen. Weil so eine Einheit hat eine bestimmte Moral, da kommen wir später zu. Oder um ihm zum Beispiel sein MG herauszuschießen. Genau. Das werde ich jetzt einfach mal machen mit dem Treffer und werde versuchen, eine weitere 6 zu würfeln. Ja, ja. Und das schaffe ich sogar. Und rate doch mal, was weg ist. Das ein MG. Macht natürlich bei den Deutschen halt Sinn, ne? Hat man ja gerade zu Anfang erklärt. Ich bekomme hier auch einen Bonus durch meine Armee-Sonderregel. Ja, und Christian schießt mir die raus. So, und dann kann im Prinzip der Loader auch gleich gehen, weil er hat ja 2 Verluste gemacht. So, jetzt hast du nur ein Problem. Es gibt eine Grundregel, Figuren dürfen niemals weiter auseinander sein. Richtig. als ein Zoll, sprich 2,5 Zentimeter. Die Basen, da kann man sich immer dran halten, die Bases, die Grundplatten, sind immer 2,5 Zentimeter breit, 25 mm. Ein Inch hat 2,54, also hat man immer so einen Richtwert, eine Base muss dazwischen passen, dann ist die Entfernung genau richtig. Ja. Das ist doch schon mal ein guter Einstieg, oder? Richtig. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schieße ich noch schnell das MG hinterher. Mein MG hat 4 Schuss. Da wir bei knappen 22 Zoll sind, ein MG hat 36 Zoll, die Hälfte bei 18, sind wir trotzdem über einem halben Reichweite. Dementsprechend schieße ich wieder auf die 5. So, da habe ich 2 Treffer. 2 Treffer.
Jetzt kommt wieder der Verwundungswurf. Der Verwundungswurf wieder auf die 4 plus. Weil wir haben reguläre. Zwei Treffer. Sind wieder zwei und Treffer. Wieder ein. Eine 6 wieder. Rattchen. Genau. Heißt, kann nochmal picken. Nein, schade. Also nochmal zwei Tote. Nochmal zwei weg. Ja, und diesmal haben wir aber noch Glück gehabt. Wir müssen jetzt hier nicht gegen die Moral würfeln, weil wir hier Gott sei Dank nicht 50% Verlust haben. Wir haben 4 Soldaten jetzt verloren in der Runde. Es stehen aber noch 5. Genau. Sonst wäre das dann der Super-GAU und ich müsste nochmal würfeln. Und da besteht halt leider die Möglichkeit, dass der komplette Trupp dann verschwinden kann, wenn ich den Moralwurf misslingt. Genau, falls er nicht geschafft wird, dann ist die Truppe praktisch komplett vernichtet, beziehungsweise sie haben halt die Moral nicht mehr und würden fliehen. Richtig. Ja. Genau, würden zerstreut. Weil die so viel Feuer letztendlich eingesteckt haben, dass die hier nur noch die Helme einziehen und den Rückzug antreten, weil das denen einfach zu viel ist. Genau. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir gleich mal den nächsten Würfel. So, mein Offizier, den haben wir gerade noch ganz vergessen. Es wird noch kein neuer Würfel gezogen, weil ich hatte ja einen Snap-to-Action gemacht. Der Offizier selber muss ja auch noch laufen. Richtig. Was ich hier jetzt einfach mache, ich werde den in diesem Falle einfach mal rennen lassen. Das heißt, ich lasse ihn mehr als 6 Zoll laufen, dann kann er nicht mehr schießen. Bei einem sogenannten Advance-Befehl kann ich ja laufen bzw. gehen und schießen. Und ich mache jetzt einen Run-Order, dass er hinter den anderen Trupp kommt. Das heißt, ich laufe meine knappen 9 Zoll, zack, und benutze die Jungs als lebendigen Schutzschild. Zack. Ja, und jetzt können wir auch einen neuen Würfel ziehen. Das werde ich einfach mal machen. Was hältst du davon? Grau. Ich spiele mit. Ja, also ich mache es jetzt im Prinzip nicht viel anders. Wir haben ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn wir ehrlich sind. Hier fehlt uns noch was. Wir haben ja hier eine Verwundung bekommen. Genau. Auf den Trupp. Das heißt, wir bekommen jetzt hier einen sogenannten Pin. Den müssen wir natürlich noch rausholen. So. Genau, diese Pin-Marker sollen ein bisschen den Zustand der Truppe anzeigen, wie gut sie noch agieren können, wenn sie unter Beschuss liegen, wenn sie unter Stress liegen. Wenn eine Einheit entsprechend beschossen wird, bekommt sie einen sogenannten Pin-Marker. Der kann maximal die Moral der Truppe betragen. Das heißt, wenn diese Pin-Marker, die Menge der Pin-Marker über die Moral der Truppe kommt, bei einer regulären wäre das eine 9, würde sie aufgerieben. Aber auch das sind so Regeln, die erklären wir später nochmal genauer. Genau. Was dieser Pin ausrichtet, ist, dass er vieles schlechter macht. Zum Beispiel, wenn eine Einheit einen Befehl bekommen soll, muss man jetzt einen Moraltest machen. Eine reguläre Einheit hat eine 9 als Moral. Und man muss einen sogenannten Befehlstest machen. Und der muss gegen diese 9 gewürfelt werden, minus 1. Das heißt, der Chris muss jetzt gleich, um diese Einheit zu aktivieren, eine 8 mit 2 Würfeln werfen, damit die überhaupt den Befehl ausführen, die der Offizier entsprechend gibt. Genau, das nur dazu, was das ist. Und jetzt sagst du erstmal, was du mit deinem Würfel machen willst. Ja, ich würde das im Prinzip so machen wie Christian. Hier kommt jetzt noch eine Sonderregel der Deutschen mit zum Einsatz, und zwar für den Offizier mit dem Snap-to-Action. Der deutsche Offizier darf immer ein Snap-to-Action mehr machen als der Gegner. Das ist einfach der Ausbildungsgrad, der hier angezeigt wird, der Offiziere. Und das heißt, ich kann praktisch einen mehr für diesen Second Lieutenant. Das heißt, ich kann in dem Zug, weil ich auch gar nicht mehr Truppen habe, jetzt alle spielen. So, das werde ich jetzt natürlich machen. Jetzt kann ich mir auswählen, mit welcher Truppe ich beginne. Ich fange mit dem Einfachen an. Man muss natürlich trotzdem gucken, ob hier alle in 6 Zoll sind. Hier brauchen wir eigentlich nicht messen. Und hier können wir messen, hier sind es 5 Zoll. Das heißt, auch dieser Trupp ist noch im Umkreis zu dem Befehl. Also fange ich mit dem hier an, weil ich hier noch das MG drin habe. So, und den gebe ich jetzt einen Advanced-Befehl, also einen Vorrückenbefehl. Und das heißt,
Die Soldaten dürfen jetzt vorrücken in die Richtung, in die ich sie gerne hätte. Zack. So. Und ich möchte diese Einheit anvisieren für den Beschuss, weil das kann ich ja noch mit dem Vorrücken. So, messe jetzt genauso ab. Ich habe hier halt das LMG drin. So, das ist hier vorne der erste Soldat, von mir aus links. Er hat 16 Zoll. Das heißt, ich bin jetzt mit ihm in der kurzen Reichweite, bekomme also praktisch... Wenn du hier vorne hin misst, glaube ich, bist du sogar noch kürzer. Bin ich sogar noch kürzer, ja. 14 Zoll genau. Sogar nur. Siehst du. Bekomme da also schon mal keinen Abzug auf die Distanz, also auf die Länge. So sieht's aus. Und jetzt messe ich noch die Gewehrschützen ab. Die sind aber alle in lang. So, und ich habe noch ein NCO mit einer MP. Der hat eine 15, der kann zum Beispiel gar nicht schießen. Die hat eine maximale Reichweite von 12 Zoll. Der darf also gar nicht schießen. So, das heißt, wir würfeln jetzt erstmal nur den MG-Schützen. Als Deutscher haben wir gerade gelernt, habe ich einen Würfel mehr, das heißt 5 Schuss. So, jetzt gehen wir wieder durch, welche Malis jetzt hier zum Tragen kommen. Normalerweise treffe ich auf einer 3. Ich habe mich aber bewegt, bin vorgerückt, also auf einer 4. Wir haben die Distanz erkannt. Dies ist nur kurze Reichweite, bekomme keinen Malus. Christian ist nicht in Deckung, das würde auch noch kommen, sowas. Bekommt also da auch kein, bekomme ich also auch keinen Malus. Das heißt, ich treffe dich auf die 4. So sieht's aus. So. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ja, eine 6, eine 4. Das sind schon mal zwei Treffer. Christian ist auch regulär. Das heißt, ich muss auch die 4 treffen. Und, wie ihr seht, seht ihr keine 4. Das heißt, aber durch die Treffer bekomme ich auf alle Fälle schon mal einen Pin. Genau. Dadurch, dass du schon... verhakt wurdest und Treffer bekommen hast, bekommst du auf jeden Fall schon mal genau. Einen Pin. Wichtig ist, man bekommt nicht pro Waffe einen Pin, sondern nur pro Einheit, die auf einen schießt. Genau. So, jetzt kommen wir noch zu den Gewehrschützen. Einer gehört zu dem LMG-Mann, der darf natürlich nicht schießen. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil das ist der MP-Mann. Das heißt, wir haben noch 6 Gewehre. Die jetzt allerdings auf die 5 treffen, weil die in langer Reichweite sind. Treffer? Schlecht, auch wieder nur ein Treffer. Nein, gut. Für Christian gut. Ich brauche wieder die 4 und auch wieder kein Treffer. Das fängt gut an. Ja, damit ist der erste Trupp durch. Hat nichts gebracht. Jetzt habe ich noch 2. Jetzt versuche ich zuerst einmal den bereits angeschlagenen Infanterietrupp zu entpinnen. So wie Christian jetzt erklärt hat, muss ich jetzt einen Moraltest machen. Minus 1, das sind eigentlich reguläre, die einen Moralwert von 9 haben. Minus den Malus, nur noch 8. Ich muss jetzt also 8 oder weniger würfeln. Um die Truppe zu aktivieren. Um die Truppe zu aktivieren, genau. So, mit einer 5 funktioniert das und es gibt die Regel, wenn ein Moraltest bzw. ein Befehlstest geschafft wird, dann verliert man einen Pin. Genau. Da nur einer da war, sind alle Pins weg. Ist der weg, genau. So, jetzt ist die Truppe praktisch reaktiviert, die sind wieder voll einsatzbereit und können jetzt praktisch ihren Befehl machen. Und auch die Herrschaften bekommen einen Advance-Befehl und laufen praktisch nochmal dem Feind entgegen. Zack. 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 So. Und versuchen auch nochmal den gleichen Trupp zu beschießen. Wir haben jetzt hier wieder einen MP-Mann und 4 Gewehre. Die Gewehre sind... nee, die schaffen es nicht. Die sind trotzdem noch in lang. Und der MP-Mann schafft es natürlich auch nicht. Der ist noch nicht ganz knapp. Das heißt, wir haben 4 Soldaten mit Gewehren, die schießen dürfen. Wir haben uns wieder bewegt. Heißt, das ist die 4. Und wir haben lange Reichweite, ist wieder die 5.
Ja, dann versuchen wir mal, ob die Truppen jetzt treffen. Ja, zwei Treffer, super. So, das bedeutet, Christian, die nächste Einheit hat auf dich geschossen, also kriegt und getroffen. Also geht jetzt der Pin für Christian hoch, er hat dann schon zwei. Genau. Und jetzt müssen die Leute natürlich auch mal hier verwunden langsam. Jo. Oh, und zwei Stück gleich. Super. Eine 6 ist wieder dabei. Das ist ja, wie wir vorhin erklärt haben, wieder ein besonderer Schaden, wenn eine zweite 6 hinterher gewürfelt wird. Ah, fast. Na. Okay, also kann Christian jetzt zwei Soldaten entfernen, zwei Verluste hat er jetzt bekommen. Genau. Die haben sich jetzt gerecht, die Jungs. So sieht's aus. Zack. Der Pin ist schon hochgedreht. Genau, Würfel haben wir hochgedreht. So, jetzt haben wir nur noch unseren Offizier. Wir haben zwei MPs, das kann man sich jetzt schon ausrechnen. Die Distanz wird nicht ausreichen, um da irgendwas zu treffen. Deshalb wird der Offizier einfach hier nur weiter unterstützen und die Leute anschreien. Genau. Mehr wird er jetzt hier in der Runde nicht tun. Okay, damit sind die Deutschen durch. Ja, der letzte Würfel ist ja klar, ist der Engländer. Genau. Dementsprechend sehen wir uns sofort wieder. Ja, mein letzter Würfel. Und entsprechend werde ich hier genau. Wie gerade. Hurra! Ich nehme lieber das an. Das ist schlecht, meinst du? Genau, werde ich auch einfach mich ein wenig auf die Socken machen. Und einfach meine Truppen nach vorne bringen. Dann auch, da ich einen Advance gemacht habe, kann ich noch schießen. Ich werde die Entfernung einmal kurz abmessen. Wir haben 16 beim MG-Schützen, das heißt, es ist kurze Reichweite, dann brauche ich die anderen nicht messen. Die sind nämlich alle über 15. Das heißt, die Gewehre auf lange Reichweite, das MG auf kurze Reichweite. Ja. Das bedeutet 4 Schuss auf die 3 ist Grundwert, bewegt die 4. Kurze Reichweite ist also nicht die 5, bleibt bei der 4. Man sollte es auch richtig zeigen, wenn man es sieht. So, schon wieder eine Ratte. 2 Schuss haben getroffen. Einer ist tot. Die 5, regulär gegen die 4. So, da legt man hier schon mal einen Würfel hin. Genau, dann haben wir den gleichen Zustand wie vorhin. Das heißt, ich habe 9 Gewehrschuss. Wir rekapitulieren nochmal. Ich habe die Rapid-Fire-Regel, bekomme pro 3 Leuten einen Zusatzschuss. Das heißt, es sind 7 Gewehrschützen. Das bedeutet 7 plus 2. 9 Schuss. Die allerdings auf die 5, weil sie auf lange Reichweite sind. Das war jetzt nicht so gut. 2 Schuss, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Und 2. Aber ein Pin. Ein Pin und ein Verlust durch das LMG. Ah ja, stimmt. Pin haben wir gelegt. Einen Soldaten entferne ich. Super. Ja, das war die erste Runde. Das war schon die erste Runde. Na, ihr merkt ja, wir haben natürlich nicht viele Einheiten. Jeder hat 3 Einheiten von uns hier stehen. Wir haben auch keine Sichtblocker oder irgendwas. Das geht dann relativ schnell von der Hand. Genau. Und dann sehen wir uns in der zweiten Runde wieder. So, Runde 2. Christian hat den Würfelsack. Der ist ja elementar. Wenn ihr am Anfang übrigens nicht so einen Sack habt, es tut auch eine Tasse oder ein Gefäß, wo ihr halt verdeckt ziehen könnt. Ne? Genau. Darum geht es ja nur. Ich gehe mal davon aus, du hast einen Würfel. Ja. Du willst kein Snap-to-Action machen. Doch. Schade. Da wäre ich ja schön blöd, ne? Ja, das... ist natürlich hier wieder für die Deutschen. Du musst ja nicht gleich ziehen, ich lasse meine dann mal hier liegen. Ja, na dann
fällt das jetzt nicht weiter ins Gewicht, aber hier ist es jetzt halt... Das ist eine gravierende Sonderregel der Deutschen. Richtig, ne? Es ist jetzt, er wirkt jetzt hier sehr krass in dem Sinne, weil wir halt nur wenig Einheiten haben. Ne? Wenn ich den Würfel ziehe, kann ich sofort alles spielen, weil wenn ich es nicht tue, würde ich mir praktisch die Chance einfach nehmen. Ne? Macht also keinen Sinn. So, Christian, dann gebe ich dir nochmal die Kamera. Und wir fangen einfach an. Das heißt, wir aktivieren den Offizier. Und hier habe ich ja jetzt noch einen Malus, ein Pin, genau. Und ich möchte diese Einheit aktivieren. Ihr müsst natürlich wieder achten, dass die Distanzen immer noch stimmen. Die werden hier auch noch stimmen. Die sind ja sehr eng zusammen. Und ich will jetzt versuchen, diese Einheit nochmal zu aktivieren. Muss den Moralcheck machen auf die 8. Schaffen. So, und jetzt haben wir leider diesen Fall, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe eine 10. Das bedeutet, die bekommen einen Befehlswürfel. Und zwar down. Das heißt, die ziehen jetzt den Kopf ein, die ducken sich, die haben Ängste, sind moraltechnisch jetzt halt irgendwie down. Und der einzige Vorteil ist, wenn diese Einheit jetzt beschossen wird, bekommt der Gegner einen zusätzlichen Malus halt auf den Beschuss. Weil die sind jetzt in praktisch in schwerer Deckung, so gesehen. Also die sind auf dem Boden und nochmal für den Gegner schwieriger jetzt zu treffen. Haben sich praktisch in den Sand geschmissen. Haben sich in den Sand geschmissen, genau. Passt ja hier wirklich... wie die Faust aufs Auge. Ne? Gut, trotzdem kann ich die jetzt halt nicht benutzen. Muss also jetzt hier mit den restlichen Truppen vorgehen. Ich würde hier wieder mit dem zweiten Trupp feuern. Das heißt, ich bleibe stehen, weil ich brauche mich jetzt nicht noch mal näher ran bewegen. Ich bin schon in Schussdistanz, außer der NCO. Der hat jetzt immer noch keinen. Aber ich versuche einfach jetzt so zu treffen, damit ich nicht noch mal einen Malus auf das Vorrücken bekomme. So, ja, wir waren leider immer noch in langer Reichweite, das habe ich jetzt nicht bedacht, aber es ist nicht schlimm. Wir versuchen es einfach. Das heißt, ich kann nur mit den 4 Gewehren schießen. Normal auf die 3, habe mich aber diesmal nicht bewegt, bleibt die 3 und lange Reichweite die 4. So, schauen. Jetzt kommt noch eine Situation dazu. Christian hat hier noch keinen Befehlswürfel bekommen. Richtig. Er kann sich jetzt entscheiden, den Befehl zu geben, in Down zu gehen. Genau das werde ich tun. Vorher fragen. Die Chance muss man seinem Gegner geben. Damit Christian jetzt einfach versucht, noch schlechter getroffen zu werden. Genau. Der Vorteil bei einem Down ist, dass der Trefferwurf des Gegners um 2 erschwert wird. Genau. Das heißt, er würde jetzt treffen auf die 4, weil er hat sich nicht bewegt, sondern nur lange Reichweite. Und ein plus 2 wegen dem Down, das bedeutet, du triffst jetzt nur auf die 6. So, Bonus für mich ist halt, ich habe die Einheit so gesehen aus dem Spiel, aus der Runde genommen, weil sie jetzt nichts mehr machen kann. Vorteil für Christian ist, die Einheit wird sicherlich länger am Leben bleiben, weil ich nicht so viele Verluste verursachen kann. So, ich muss jetzt auf die 6 treffen. So, und ich habe keine 6. Das heißt, Christian hat damit Glück gehabt. Und, also war es die richtige Entscheidung. War es die richtige Entscheidung, genau. Und ja, hat auch meine Einheit praktisch jetzt aus der Runde genommen. So, das heißt, diese Einheit ist fertig. Die Einheit ist down. Ich habe jetzt nur noch den Offizier. Tja, das ist die Schwierigkeit. Entweder werde ich aktiv, aber es macht eigentlich mit dem Offizier wenig Sinn. Auch gegen die Down-Einheit vorzugehen. Nee. Tja, wir können eine Situation mal für euch. Ich lasse ihn einfach mal stehen. Ich lasse ihn einfach hier stehen. Ich mache einfach hier einen Ambush. Bringt jetzt zwar auch nicht viel. Genau, ein Hinterhalt ist im Grunde genommen eine Situation, in dem ich einen Befehl gebe, achte drauf, ob da vorne sich was bewegt und dann schieße drauf, wenn es in Reichweite ist, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit meinen Einheiten weiter. Ich bin damit schon durch, ne? Jo.
Ja, ich habe ja nur noch zwei Einheiten. Dementsprechend haben wir da gar nicht ganz so viel zu tun. Der große Vorteil ist ja, dass ich hier den Offizier habe, den ich jetzt noch bewegen kann. Den werde ich jetzt auch mal einen Advance machen lassen. Genau. Die Jungs werden sich mal nach dort bewegen. Und werden auf diese Einheit hier vorne schießen. Weil, auch wenn ich nur ein Gewehr habe, was treffen kann, sprich, ich schaue einmal kurz nach der Reichweite, macht man normalerweise nicht. Ich habe ja gesagt, ich schieße, dann darf man auch messen. Das heißt, der MP-Schütze ist leider noch außerhalb, der ist auf 12,5 Inch. Und das Gewehr kann schießen. Das bedeutet, ich habe mich bewegt und habe lange Reichweite. Ich kann auf die 5 einen Pin verteilen. Das macht den ganz großen Vorteil, dass wenn diese Einheit das nächste Mal aktiviert wird, natürlich es sein kann, dass Chris einen Moraltest wieder nicht schafft, einen Befehlstest, und die Einheit nichts machen kann. Dementsprechend versuche ich jetzt einfach, aber mit einer 2 habe ich leider nicht getroffen. Genau, so habe ich hier die Einheit aber trotzdem in Aktion gehabt und werde jetzt das letzte mit dieser Einheit machen. Dort werde ich auch wieder einen Advance machen. Da liegt der hier in der Gegend rum, der soll noch rennen, der Sack. So, jetzt habe ich zwei Ziele. Die Jungs sind im Down und die nicht. Deswegen schieße ich auf die. Tu das. Da du ja den Würfel liegen hast, darfst du leider nichts mehr anderes machen. Nein, ich kann keine Reaktion machen. So, ich habe... Jetzt haben wir hier eine Sondersituation. Eine Figur ist in kurzer Reichweite. Der MG-Schütze ist auch in kurzer Reichweite. Aber die restlichen Gewehre sind nicht in kurzer Reichweite. Mhm. Den einzelnen Gewehrschützen, der trifft auf die 4. Ja. Dann haben wir 8 Gewehrschützen, die treffen auf die 5 und das MG trifft auch auf die 4. So, dementsprechend kann ich immer auf die 4 die zusammenwürfeln und auf die 5 die zusammenwürfeln. Ja. So, auf die 4. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Wurf hier. Weg und auf die 5. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Wir rekapitulieren wieder. Reguläre Einheiten werden verwundet auf die 4. Sind leider nur 2 Stück. Einen kannst du wieder picken wegen der 6. Genau. Nein, aber 2 Tote. 2 Tote. So, wir haben hier aber noch das Glück. Christian hat jetzt nur 2 ausgeschaltet. Wir haben wieder nicht das Problem, dass wir testen müssen. Und brauchen jetzt nur einmal einen Pinmarker für die Anzeige, dass die Einheit unter Feuer steht. Und damit ist die zweite Runde auch schon wieder vorbei. Durch. Jo. So, wir befinden uns dann auch schon in Runde 3. Die 3. Christian ist am Würfelbeutel. Und wir haben einen Englishman. Ja, dann darfst du dich entscheiden, was du hier tust. Ich mache das gleiche nochmal. Ja. Schieße mit dieser Einheit. Auf die hier? Auf die da. Dann würde ich diesmal so frei sein und down gehen. Mach das. Dann ziehe ich mal hier einen Würfel raus.
versuchen damit die Jungs noch ein bisschen länger am Leben zu erhalten. Schießen wollte ich. Ich wollte nicht rennen, ich wollte schießen. Wobei diese Rapid-Fire-Regel schon ganz schön Würfel gibt, ne? Ja, ja, klar. Die ist schon nicht schlecht. Genau. Bist du? Ich nehme auf schon die ganze Zeit. Sehr gut. Also, wir haben die gleiche Situation wie gerade. Mhm. Wir haben einmal 5 Schuss, die auf die gleichen Werte gehen und die anderen auf die gleichen Werte. Das heißt, auf die 3 plus das Down sind die kurzen auf die 5 und die anderen auf die 6. Jo. So, ich habe auf alle Fälle einen Treffer. Das bedeutet, der Pin geht schon mal nach oben. Ja. Jetzt auf die 6. Ist sogar noch eine 6 dabei. Jo. Man sieht, je höher der Wert wird, desto schlechter kann man treffen. Aber kein Verlust. Also hat mich das Down hier gerettet. Sonst wären die Einheit höchstwahrscheinlich weg. Und ist so, dadurch im Spiel hat zwar noch einen Pin, aber so ist das halt. Ne? Man kann nicht alles haben. Genau, ich gebe dir mal hier den Beute. So. Den Säckel. Oh. Weiter geht's. Weiter geht's. Offizier, ja, dann oder versuche ich mal meine Einheit hier zu aktivieren. Hm. Dafür muss ich einen Befehlstest machen. Meine Jungs sind regulär, die haben eine Moral von 9, minus 2, weil sie 2 Pins haben, das ist die 7. Aber hier ist ein Lieutenant neben. Dieser Lieutenant ist ein Second Lieutenant, also ein normaler Lieutenant, und der gibt einen Moralbonus von plus 1. Das bedeutet, der wird übertragen auf Einheiten innerhalb von 6 Zoll, diese plus 1 Modifikator. Das heißt, ich würfel gegen die 8. Ja. Aber mit einer 10 möchten die wollen sie nicht sich lieber in den Dreck schmeißen. Ja, schwierige Runde. Was heißt schwierige Runde? Das muss ja, alle Eventualitäten müssen ja auch mal kommen. Richtig, ja. Das macht ja schon Spaß. Oh, guck mal hier. So, Christian hat den letzten olivenen Würfel gezogen. Das heißt, der Offizier ist dran. So, die Jungs machen einen Advance. Werden sich ein wenig vorbewegen. Dementsprechend kann ich vom Offizier bzw. von seinem Kompagnon die MP schießen. Die schießt auch dort auf die Truppe. Die sind zwar down, aber es ist das einzige Ziel, das ich treffen kann. Ja. Entsprechend auch mit dem Gewehr. So, das Gewehr ist allerdings jetzt in kurzer Reichweite, weil unter 12. Da haben wir nur noch 10,5 Zoll. Dementsprechend habe ich hier jetzt eine 4 zu würfeln und für das Down 5, 6. So, jetzt kommt eine Sonderregel der MP. Die MP hat erstmal vor dem Zug 2 Schuss. Das heißt, ich kann mir 2 Würfel dafür nehmen. Und sie ist eine sogenannte Sturmwaffe. Eine Sturmwaffe bekommt keinen Malus, keinen Abzug für die Bewegung. Das heißt, ich habe im Grunde genommen wieder die 3 als Grund, als Basisschuss, habe eine lange Reichweite, das ist die 4, und habe das Down, ist auch die 6. Das heißt, ich habe 3 Würfel, die müssen auf die 6 gewürfelt werden, und schauen wir mal. Leider kein Treffer. Leider keiner. So, der Advance. So, damit bin ich durch. Seite, Seite. Und ich mache meine Truppe. So, dann fangen wir an. Ich würde zuerst mal versuchen, diesen kleinen Trupp jetzt hier zu entpinnen, der hier schon ein bisschen kassiert hat. Und ja, wir haben hier minus 2, das heißt wieder regulär 9. Ich brauche die 7. Habe hier noch den Offizier in der Nähe, er ist in der Reichweite von 6 Zoll. Das heißt, plus 1 kann jetzt hier noch auf die 8 gehen. Schauen, ob wir das schaffen. Jawohl. Oh, mit der 6 passt das, genau. Das heißt, wir reduzieren die Pins auf 1 und können jetzt mit dem Trupp was machen.
So, auch hier haben wir ein NCO mit MP, also mit Sturmwaffe. Das heißt, wir gehen hier noch mal ein bisschen näher ran und versuchen jetzt mal, diesen Offizier zu beschießen. Wir haben nämlich hier auch noch mal eine spezielle Situation für den NCO mit der MP, denn er ist jetzt im sogenannten Point Blank. Das heißt, normal habe ich ja die 3. Mit dem Point Blank kann ich sogar die 2 erreichen. Ich habe mich bewegt, ist aber egal. Das ist ja eine Sturmwaffe. Haben wir immer noch die 2. Wir haben aber hier ein kleines Team. Es sind nur 2 Mann. Dann bin ich bei der 3. Mhm. Und das war's, ne? Für den NCO mit der MP. Ja, das stimmt. Mhm. Der schießt auf die 3. So, das heißt, auch hier hat er 2 Schuss. Jetzt versuchen wir mal, jetzt was zu treffen hier. Ah, Kommando zurück, wir haben hier noch einen Malus. Wir haben hier noch einen Pin. Das heißt, genau. Er trifft dadurch doch noch eins schlechter. Auf das heißt, die 4. Dann doch auf die 4. Das ist immer leider das, was man schnell vergisst. Jeder Pin, der auf der Einheit rastet, ist ein Malus. Das bedeutet, wenn eine Einheit 3 Pins hat, bekommt sie wirklich beim Schießen eine plus 3. Richtig. Auf den Trefferwurf. Ja, deshalb muss man eigentlich ab da immer versuchen, die Einheit schon wieder mal ein bisschen moraltechnisch zu begradigen. Genau, das bedeutet, du hast eine 5 und eine 1 gewürfelt. Genau, das heißt, einer trifft auf jeden Fall. So, du bist ein regulärer Offizier, nehme ich an, ne? Ja, genau, natürlich. Das heißt, ich muss jetzt auf die 4 verwunden. Das tut er aber nicht. So, du bekommst erstmal sowieso erstmal einen Pin. Genau. Dann hast du gleich noch 2 Gewehrschützen, so wie es aussieht. 2 Gewehrschützen, die auch im Point Blank sind. Das heißt, die 2 durch den Malus, die 3, die haben sich bewegt, weil es ist keine Sturmwaffe. Die 4. Und das war's. Das bleibt die 4. Ja. Ein Treffer. Auf die 4 wieder. Jawohl, wir haben die 6 sogar. Können also picken. Nein. Christian muss sich von einem trennen. So, jetzt habe ich den großen Nachteil. Mein NCO hat ein Gewehr und eine Pistole. Und der Kompagnon hat eine MP. Leider muss ich den Kompagnon wegnehmen, weil wenn ich den NCO wegnehmen würde, dazu kann ich mich... Kann ich mich dazu entscheiden? Ja, doch, da kann ich mich zu entscheiden. Ne? Eigentlich schon, ja. Genau. Dann würde der Moralbonus wegfallen. Der ist natürlich sehr gravierend, gerade bei einer Einheit in der Nähe, die ein Pin oder mehr hat. Dementsprechend werde ich definitiv den MP-Mann gehen lassen. Ja, jetzt haben wir aber wieder eine weitere Besonderheit. Mhm. Da diese Einheit nur aus 2 Figuren bestanden hat, wurde sie halbiert. Dementsprechend muss ich einen sogenannten Aufriebstest machen. Der Offizier ist ein regulärer Offizier, hat einen Pin, das heißt, der Aufriebstest wird auf die 8 gemacht, aber der Offizier gibt sich den Malus selber, beziehungsweise den Boni. Genau. Dementsprechend auf die 9. Dann schauen wir mal. Jo. So, und mit einer 3 passt. Jo. Ja, dann sind wir mit der Truppe durch. Alles absolviert. Dann geht es weiter. Ich fange dann direkt an mit dem Offizier. Und zwar werden die einen Advanced machen. Ups. So rum. Ich würde sagen, der Kompagnon ist gerade gestolpert. Ja, genau, über seine eigenen Füße. Und ja, die versuchen hier auf die Truppe zu schießen. Sind die down gegangen? Vorhin? Ja, die sind down gegangen, weil ich die leider mit einem Befehlstest. Ja, nicht motivieren konnte. Ich wusste es jetzt nicht mehr genau. Zu schießen.
Ich habe es jetzt sowieso angesagt, das ist halt immer wichtig, das, was man angesagt hat, das muss man letztendlich dann auch ausführen. Ist ein bisschen wie Schach, genau. Genau, das ist fair. Ja, und ja, gut, dann versuche ich die Kameraden zu beschießen. Ich habe hier zwei MPs und bin in Reichweite. Es ist lang. Das heißt, pro Männchen sind das zwei Schuss, insgesamt vier Schuss. Ich habe nun mal die 3. Das ist eine Sturmwaffe, kein Abzug auf die Bewegung, bleibt die 3. Wir haben lange Reichweite, ist die 4. Der Trupp ist in Deckung durch das oder ist in Down, ist die 5, ist die 6. Genau. So, mehr ist nicht, ne? Das reicht aber auch. Jo, dann versuchen wir mal ein paar Sechsen zu würfeln. Es gelingt mir zumindest eine 6. Ja, das ist ja schon die halbe Miete, weil der Pin geht wieder nach oben. Genau. Jetzt versuchen wir noch mal einen mitzunehmen hier bei der Geschichte. Nee, nee. Auf die 4. Ah, eine 6. Eine 6. Jetzt können wir noch picken. Kommt doch eine 6. Ich habe das schon mal geschafft. Ja. Ich habe es geschafft wieder. So, das heißt, hier da dürfen wir uns jetzt einen raussuchen. Und da Christian da auch so einen netten MG-Schützen hat, würde ich gerne diesen MG-Schützen so ziehen. Soll es sein. Das war sehr erfolgreich für den Offizier, das muss ich schon sagen. Ja, dann haben wir noch einen Trupp. Hier ist wieder die Situation, jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Wir haben hier noch den Pin. Der Offizier hat sich aber wegbewegt, ob er noch in 6 Zoll ist. Und ja, er ist noch in 6 Zoll. Das heißt, wir können auch von dem Moralboni des Offiziers profitieren. Das heißt, wir haben dann die 8. Die 9. Ja, die auf 9. den Originalbonus, genau. Auf den normalen. So, eine 5. Das haben wir gepackt. Das heißt, der Pin ist weg. Die Einheit ist wieder voll einsatzbereit. Und die wird sich jetzt auch nochmal hier ein bisschen bewegen, um die Distanz zu der gegnerischen Truppe zu verkürzen. Um nochmal ein besseres Schussfeld zu bekommen. Zack. So. Ja. Wir haben die Reichweite deutlich verkürzt. Christian kann nicht mehr in Down gehen, weil er hier schon einen Befehlswürfel liegen hat. Und auch keinen Abwehrfeuer geben. Nee, ich gehe ja auch nicht in Nahkampf. Das war nicht. War nicht meine Intention, sonst wäre ich ja schon da irgendwo. So, ich möchte einfach nur drauf schießen. Wir haben hier das MG, das ist im Point Blank. Es ist... Alles im Point Blank, oder nicht? Nee. Oh, schlecht gebürgt. Ja, die hier hinten, die zweite Reihe ist nämlich gar nicht im Point Blank. Die ist nur in kurz. Okay, wir fangen einfach mal an mit den LMG. Das heißt, wir haben da wieder 5 Schuss. So, normal die 3, Point Blank wäre die 2. Wir haben uns bewegt, ist wieder die 3. Und das war's. Das genau. Ist ein guter Ansatz. Das gleiche an die Gewehre, die hättest du gleich mitmachen können. Ja, okay. 3 Treffer. 3 Treffer, genau. Richtig, Christian hat schon gesagt, die Gewehre hätte ich eigentlich mitmachen können. Ist auch die 3. 5 Treffer. 2. So, dann haben wir die Kameraden hier am Ende. Der eine ist aber ein Loader vom LMG-Schütze, das heißt, wir haben noch 3. Die treffen dann auf die 4. Nochmal einer. Genau, das ist auf alle Fälle auch schon mal ein Pin, weil getroffen genau. Hast du schon. Richtig, dann haben wir noch genau. Pin. So, und wir haben wieder reguläre Soldaten, das heißt, auf die 4 verwunden wir. Oh, der war mächtig. Oh, 5 Stück sehe ich und eine 6 dabei. Einen können wir noch picken. Das ist auch wieder eine 6. Dann nehme ich auf jeden Fall den MG-Schützen wieder raus. Ja. 1. Der war jetzt mächtig. 3. 4. 5. So, Christian, was ist jetzt passiert? Lass mal da stehen. Wie viel hast du denn da jetzt weggenommen? 5. 9 waren es, sind 4. Das heißt, auch hier muss ich wieder einen Auftriebstest machen. Wenn wir jetzt Glück haben und Christian schlecht würfelt, das tue ich auch. Würfelt schlecht. Das ist zackig.
So. Sensationell. Jetzt haben wir den Fall gehabt. Der Auftriebstest ist leider misslungen. Genau. Wenn ich jetzt eine komplette Truppe gehabt hätte, hätte ich den, glaube ich, sogar wiederholen dürfen. Ja, wenn du, ich glaube ja, da wollen wir jetzt nicht ganz Verkehrtes erzählen, aber wenn ihr die volle Mannschaftsstärke habt, genau. Habt ihr da auf jeden Fall auch nochmal einen Bonus, ja. Genau. Volle Mannschaftsstärke bedeutet im Armeebucheintrag die maximale Anzahl der Figuren. Das ist je nachdem, was für Truppen bzw. was für Nationalitäten, unterscheidet sich das stellenweise schon mal. Und es gibt auch gewisse Truppen, da sind mehr drin und gewisse, die sind weniger. Pioniereinheiten sind zum Teil nur 8 Leute maximal. Und es gibt bei den Russen zum Beispiel 13er Trupps. Die Japaner auch, da gibt es auch 13er Trupps. Da gibt es, glaube ich, sogar Speerkämpfer, die haben, glaube ich, bis 16 oder sowas, ne? Ja. Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche und je nachdem, wie stark die halt dann sind, gibt es dann halt die Möglichkeit, einen Moralwurf zu wiederholen. Genau, das wäre dann schön. Es gibt auch noch Sonderregeln, die das können, aber dazu auch mal wieder später. Genau. Wie ihr seht, so eine große Einheit kann sehr schnell weg sein, wenn man pechert. Das war jetzt wirklich mal ein Idealfall, wie es ablaufen kann, aber das entscheiden letztendlich die Du musst noch deinen Befehlswürfel legen. Richtig. Und dann sind wir fertig mit Runde 3. Genau. So, ich zeig's nochmal, damit ihr uns das auch glaubt. Wir sind hier in Runde 4. So, ihr seht ja hier auch auf dem Tisch, es hat sich ja hier schon ein bisschen was getan. Earthquake. Und wir haben hier den deutschen Würfel und da wisst ihr genau, was das bedeutet. Snap to action. So, wie gesagt, ihr seht immer noch mal checken, aber das sieht man ja mit bloßem Auge, dass wir hier die 6 Zoll in dem Fall einhalten. Das ist auch immer, wie hochrangig der Offizier ist, wenn er noch ein höherrangigen Offizier, das ist ja der kleinstmögliche Offizier, würde sich auch die Reichweite für das Snap-to-Action nochmal verdoppeln. Ab Hauptmann bei den Deutschen und Captain bei allen anderen. Wie es in Russisch heißt, weiß ich gar nicht. Da bin ich auch ein bisschen schwach mit den Dienstgraden, ehrlich gesagt. Und bei den Japanern auch. Ja, ich glaube, da gibt es auch einen Korporal, aber da hört es auch schon auf, da will ich auch nichts Falsches erzählen. Egal. So, wir machen jetzt mal was ganz Feines für euch und zwar das, was wir noch gar nicht hatten. Ich versuche hier erstmal diesen Trupp zu entpinnen. Wir haben ja hier wieder die Reichweite, das heißt, die kriegen plus 1 von dem Offizier, das heißt wieder auf die 9. Das schaffen sie. Das ist eine 4. Eine 4, genau. Dann ist der weg. So, und jetzt habe ich hier so einen armen Offizier stehen. Und dann würde ich einfach in den Nahkampf gehen. Du Schuft. Ja. So, bei dem Nahkampf hat Christian die Option, normalerweise Abwehrfeuer zu geben. Wenn? Ich außerhalb von Point Blank bin. Genau, außerhalb von 6 Zoll. Genau. Außerhalb von 6 Zoll. Und ihr habt ja vorhin schon gesehen, das war ich ja hier in letzter Runde schon. Ich habe hier 5 Zoll. Das heißt, Christian kann leider kein Abwehrfeuer geben. Ich bewege mich jetzt ran und schlage als Angreifer zuerst zu. So, wir haben einmal eine MP, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und 2 Gewehre, das sind im Prinzip 3 Schläge. Genau. Wir verwunden jetzt aber direkt. Wir versuchen jetzt nicht zu treffen, sondern wir gehen direkt auf die Verwundung. Das heißt, der Offizier von Christian ist regulär und hat eine 4. Ich muss jetzt auf die... Du solltest die MP einzeln werfen. Stimmt. Genau, die MP ist rot. Wenn die MP trifft... Genau, die trifft bei dem regulären auf die 4. Genau. Das heißt, sie trifft, darf man einen weiteren Würfel erneut würfeln und gucken, ob man noch eine Verwundung genau. hat. Genau, das ist jetzt der Bonus einer Sturmwaffe. Genau. Ja. Die hat die sogenannte Tough-Fighter-Regel, die genau. Sturmwaffe, und dementsprechend kann man das umsetzen. Ist es eine 1 gewesen, dementsprechend bin ich aber trotzdem tot. Genau. Beim Nahkampf ist es sofort ausschlaggebend, da Christ zurück zuerst zuschlägt,
ist meine Figur tot. Das heißt, er kann nicht mehr zurückschlagen. Das ist bei anderen Systemen anders. Hier ist es so, es gibt eine Situation, wo man zugleich zuschlägt. Das ist, wenn man über ein Hindernis hinweg einen Nahkampf macht. Ansonsten gibt es immer die einen fangen an und die anderen müssen zuerst ihre Verluste entfernen. Und da ich nicht mehr zurückschlagen kann, kann ich auch, habe ich den Nahkampf also praktisch verloren. Genau. Der einzige Bonus wäre halt für Christian jetzt noch gewesen, das sogenannte Abwehrfeuer. Aber dadurch, dass ich einfach schon zu nah an ihn dran war, konnte er dieses Abwehrfeuer halt nicht mehr machen. Weil so hat er noch die Möglichkeit, dadurch die Angreifer zu reduzieren. Ja. Genau. Nach einem erfolgreichen Nahkampf darf man sich 1W6 Zoll neu gruppieren. Genau. Das machen wir jetzt mal. Dass wir genau. Chris hat eine 3 gewürfelt. Dementsprechend dürfen sich die Figuren 3 Zoll im Umkreis des, der jetzigen Position neu hinstellen. Genau. Dadurch, dass Christian hier natürlich noch eine Truppe hat, die noch aktiv sein werden könnte, versuche ich lieber ein bisschen Distanz zu gewinnen, um nicht das Gleiche zu erleben wie der Offizier, indem ich diese Einheit dann in dem Nahkampf zwingt und ich höchstwahrscheinlich unterliegen werde. Deshalb versuche ich, ein bisschen Hackengas zu geben. Offizier ist weg. Und die haben hier ihren... In dem Fall war es ein sogenannter Run, den ihr dann machen müsst für den Nahkampf. Genau. So, und nun kommen wir dann auch direkt zu den nächsten Einheiten. Ich fange wieder an mit dem Offizier. Er wird... Du müsstest auch noch einen Würfel aus dem Sack gleich ziehen. Richtig. Nicht vergessen, genau, ja. Weil meine Einheit ja tot ist. Genau, das ist im Prinzip wieder ein Siegespunkt jetzt für das Szenario. Hier würde ich jetzt wieder einfach die Chance nutzen und mich nochmal näher an Christian bewegen und auf ihn schießen. Frage an dich, möchtest du down gehen? Nö. Möchte er nicht. So, hier sind wir auch wieder im Point Blank. Das heißt, wir haben 2 MPs, sind 4 Schuss. Wir sind im Point Blank, ist die 2. Christian ist nicht down gegangen. Bleibt bei der 2. Bleibt bei der 2 und Sturm, da bekommt ihr auch keinen Abzug auf die Bewegung. So. Ja, alle treffen. Regulär auf die 4 verwunden. Ist eine 6 dabei. 2 Tote. Und ein Pin mehr. Und ein Pin mehr. Wie ihr seht, jetzt habe ich mittlerweile 4 Pins. Das bedeutet, um diese Truppe zu aktivieren, was ich jetzt ja theoretisch machen könnte, weil nur noch mein Würfel im Sack ist, brauche ich schon eine 5. Ich habe keinen Offizier mehr, der mir einen Moralbonus geben kann. 4 Pins, 9er Moral, bedeutet die 5. So, ich nehme meine Würfel, Würfel eine 7 und dementsprechend gibst du mir bitte meinen Würfel, dann würde ich den auf Down legen. Weil, warum hast du das eigentlich jetzt gemacht? Weil ich die aktivieren wollte. Mein Würfel ist der letzte, der im Sack war. Ich habe ja dir noch die Einheit. Ach, Entschuldigung. Ach, guck mal hier, Reihenfolge missachtet. Halt, Entschuldigung, dann mache ich das gleich nochmal. Kein Problem. Ich war gerade jetzt selber ein bisschen verwirrt. Ich dachte, du wärst schon fertig. Entschuldigung. Nee. Deshalb, ich versuche. Komm, wir schießen einfach nur drauf aus der Distanz. Wir geben Christian hier nochmal eine kleine Chance. Die sind hier alle in kurz. Dann haben wir 5 Schuss das LMG. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5 Gewehre. Und die 2 nehme ich hier für den MP-Mann, der ist noch in Reichweite, aber allerdings lang. So, das heißt, wir haben uns nicht bewegt. Bleibt einfach die 3. Ja. Ne? Es ist ja nichts passiert. Und der
NCO mit der MP auf die 4. Den sollst du dann einzeln würfeln. Ich habe hier rote gewürfelt. Ach, du hast rote genommen. Ja, alles klar. Das ist immer ein guter Tipp für andere Reichweiten. Einfach andersfarbige Würfel benutzen oder die halt einzeln würfeln. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ihr dann wollt. Oh, so, MP schon mal nicht. Oh, das ist schlecht. Ganz viele Einsen. Alter Schwede. War ja richtig schlecht. 3 sehe ich, ne? Oh. Tja, jetzt müssen aber alle verbunden. Ne? Nee, 4 waren es, genau. 4. Auf die 4. Du brauchst ja nur 2 verwunden, da ich jetzt auch einen 5er-Pin habe. Müsstest du dann checken, ja. Muss ich sowieso gleich checken. Aber es sind alle tot. Boah, solche Würfelwürfe bin ich von dir gar nicht gewohnt. Ja, was ist da heute los hier? Meine Güte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, damit haben wir das erste Spiel für euch absolviert. Die Deutschen haben gewonnen. Ja, so ist das halt manchmal. Ne? Das entscheiden halt immer viel die Würfel, weil viele taktische Raffinessen hätte man jetzt hier gar nicht anwenden können. Nein, das ist ein reines Aufeinanderlos. So ist es auch gedacht. Man soll ja einfach nur die Standardabläufe des Spiels kennenlernen und dementsprechend. Genau. Vorher muss man ja ein bisschen die Regeln lesen in dem Minibuch. Dementsprechend. Ja, ein bisschen Vorbereitungszeit ist dabei. Ich hoffe, dass wir euch schon mal so einen leichten Einblick in den Ablauf von so einem Spiel bringen oder geben konnten, ja, genau. Dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Richtig. Man muss natürlich die Regeln so ein bisschen drauf haben. Vieles steht in der Zusammenfassung allerdings noch. Da kann man sich immer ganz gut mithelfen. Ja. Es gibt ja auch entsprechend 2 Referenzsheets, die in der ganzen Geschichte drin sind. Eine ist in dem Booklet und eine ist als Trennwand in der Box. Dementsprechend könnt ihr euch da immer noch ein bisschen mit beihelfen, gerade am Anfang die Reichweiten der Waffen, die Sonderregeln der Waffen, das sind alles so Kleinigkeiten, die muss man halt nach und nach lernen. Genau. Das ist halt nicht an einem Tag erlernt, dementsprechend Geduld und einfach viel Spaß beim Spielen haben. Das ist das Wichtigste. Wichtig ist jetzt hier praktisch in dem ersten Szenario, dass ihr jetzt das Kernelement von Bolt Action eigentlich kennenlernt. Es geht um die Infanterie bei Bolt Action. Das ist, sind die Haupteinheiten, die ihr praktisch übers Feld führt. Und das ist im Prinzip die Funktionsweise einfach. Und egal welche Nation, Fraktion ihr spielt, da gibt es nur wenig Nuancen. Das sind eigentlich nur die Bewaffnungen. Ne? Ansonsten die Bewegungsabläufe der Einheiten sind gleich, egal welche Nation. Und auch Schießen und die Nahkämpfe konnten wir euch jetzt hier auch einmal zeigen. Da gibt es dann keinen Unterschied. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart jetzt in dem ersten Szenario von A Gentleman at Zwar. Und wir würden jetzt direkt dann auch schon für euch das Video aufnehmen mit dem zweiten Szenario. Genau. Dann würde ich sagen, warte mal, wir haben ja auch noch was versprochen. Stimmt, Christa hat mich ertappt. Jetzt wollten wir schneller sein als gedacht. Wir haben da unter unserer Würfelbox noch die Box von A Gentleman's War liegen. Ja. Und da ich als englischer Spieler schon sehr viel an Material hatte, bevor wir diese Box bekommen haben, sind dort tatsächlich außer dem Humber noch sämtliche Figuren drin. Und noch ein paar mehr sogar. Stimmt. Genau, also es sind ein paar zusammengebaute dabei, ne? Also ja, das ist was ich mal bei einem Fahrzeug dabei geschenkt bekommen habe, genau. Mhm. Die lege ich dabei. Die sind allerdings nicht sehr gut zusammengebaut, aber zum Anfang reicht das vollkommen. Definitiv. Das sind, glaube ich, 18 Miniaturen, wenn ich das richtig gezählt habe. Okay. Dann habe ich dort den ganzen Packen. 5 Rahmen der 8. Infanterie, sprich 30 Miniaturen anstatt 24 komplett dabei gelegt. Genau, sind im Grunde genommen die 24 Originalen, die da drin waren, und ich habe das erweitert mit noch einem weiteren Rahmen der 8. Army. Genau. Hier ist im Prinzip auch alles noch drin, was ihr bauen könnt. Hier die Panzerbüchse, der Mörser. Genau, sind halt MGs. Die ganz normalen Rahmen, die auch in der Gentleman at War, nein, A Gentleman's War Box drin sind. Mhm. Oder halt die auch in der 8. Armee Box drin sind.
Dazu haben wir aus der Armeebox, die ich zu Hause habe, weil ich die schon hatte, einmal das MMG und der mittlere Mörser. Genau, das Vickers MMG-Team einmal dabei, Zinn. Und der Medium-Mörser, der Beretten, ist auch mit dabei. Genau. Und dann hast du hier noch El Chefe. Genau, und der Offizier, der noch in der Box drin ist, in der Support-Box, den habe ich auch doppelt. Dementsprechend würde ich den auch dabei legen. Mhm. Genau, sonst sind dort noch die Reste drin, die in der Starterbox drin sind. Die können wir nicht gebrauchen, weil wir schon, das ist glaube ich unsere zweite Starterbox oder unsere dritte sogar, ich weiß es gar nicht. Genau, wir haben Schablonen diverse Male, dort sind auch noch die Würfel, das heißt die ganz normalen sechsseitigen Würfel und die sechs Würfel, Befehlswürfel, die dazugehören für die Starterarmee. Genau, das kleine Buch, das kommt auch dabei. Im Taschenbuchformat, also ich finde das halt richtig praktisch. Das ist halt in Englisch, aber ist jetzt nicht. Das ist ja nicht ausschlaggebend, ne? Englisch kann man ja. Ansonsten, wenn jemand lieber ein deutsches Buch hat, dann können wir ihm leider nicht damit dienen. Wir haben es leider nur in Englisch. Aber wichtig ist Second Edition. Klar, gut, wird da jetzt auch nichts anderes genau. dran sein, aber nochmal zu erwähnen. Genau. Die Sachen haben wir über. Ich weiß gar nicht, ich sehe jetzt die Box von hier nicht, die ist jetzt leer, ne? Die ist leer, ja. Genau, richtig. Das ist alles, was dabei ist. Die Bauanleitung für die Miniaturen ist auch dabei. Die ist hier, also hier ist einmal das Inlay, was in den Rahmen ist. Und dann hast du noch hier... Und das Booklet von A Gentleman's War, das würden wir auch dabei geben, weil dafür haben wir eigentlich auch keine wirkliche Verwendung mehr, nachdem wir diese Kampagne hier für euch fertig gedreht haben. Da sind natürlich die Bemalanleitungen drin und die ganzen Farben, die ich auch im Tutorial benutzt habe, noch einmal aufgelistet. Die stehen ja einmal in der Videobeschreibung auch von der Malanleitung und entsprechend hier natürlich schön aufgelistet. Diese Box, die wollen wir nicht verlosen. Nein. Wir sind ja wie gesagt ein Hobbykanal. Wir wollen hier keine Mitgliederzahlen schüren oder ähnliches. Ihr schreibt uns einfach unten in die Kommentare, wofür ihr die Box haben wollt. Mhm. Und wir suchen den besten Grund, wo wir meinen, das ist der beste Grund, aus. Ganz, ganz. Und derjenige bekommt von uns die Box zugeschickt. Genau. Genau, das ist eine ganz subjektive Entscheidung dann von uns. Das geht nicht nach irgendwelchen Kriterien, die man sonst immer bei irgendwelchen Sachen hat, sondern wir entscheiden einfach, jo, finden wir cool. Du kriegst die Box. Ein Entscheidungsgrund für uns wäre zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der will auch mit Bolt Action anfangen, aber hat nicht so viel Geld, um zu starten. Das wäre zum Beispiel ein Grund für uns, wo wir sagen würden, jo, das ist genau die Sache. Wir wollen das Zeug nicht einfach hier irgendwo verstauben lassen. Wir hätten gerne, dass es in gute Hände kommt. Und eine kleine Bedingung würden wir auch noch dran setzen, damit wir sehen, dass derjenige, der es bekommt, das nicht ins Regal stellt. Wir hätten gerne von der fertigen Armee für unsere Community-Seite auf YouTube ein paar Fotos. Genau, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und ja. Damit wir dann einfach allen zeigen können, was daraus entstanden ist und ihr auch ein bisschen von der ganzen Sache profitieren könnt. Und wie Christian schon sagte, das hat für uns jetzt keinen weiteren Nährwert jetzt. Die Armeen werden entsprechend noch aufgebaut. Da haben wir halt, wie gesagt, noch diverse Pläne. Das, was jetzt hier drin ist, wird von uns nicht benötigt. Und ja, dann sind wir einfach mal gespannt, was ihr dann daraus machen wollt. Genau. Wir schauen uns fleißig die Kommentare an. Also dementsprechend haut rein. Und ja, dann würde ich jetzt nochmal dir das Wort übergeben. Du hattest vorhin schon den schönen Dreh bekommen und wolltest das Video abschließen. Ja, genau. Runde oder Szenario 1 fertig. Christian hat euch die Überraschung präsentiert. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt im nächsten Film mit dem zweiten Szenario. Alles klar. Haut rein. Tschüss.